Löslichkeit verschiedener Stoffe, das Lösungsmittel. Flüssigkeiten, die Stoffe lösen, heißen Lösungsmittel. Die Löslichkeit ist eine messbare Stoffeigenschaft. Sie gibt an, wie viel Gramm eines Stoffes sich in 100 Milliliter eines Lösungsmittels lösen. Nicht alles ist im Wasser löslich. Während sich Kochsalz und Kaliumpermanganat gut im Wasser lösen, sind Asche und Öl nicht im Wasser löslich. Neben Wasser dienen aber auch andere Flüssigkeiten als Lösungsmittel. Sie haben jedoch auch andere Lösungseigenschaften. So lässt sich zum Beispiel in Benzin kein Kochsalz lösen. Es ist jedoch ein gutes Lösungsmittel für Öl. Wir sehen hier die verschiedenen Stoffe, zum Beispiel Wasser und Kochsalz, was sich gut löst. Wasser und Öl bildet zwei sogenannte Phasen. Das Öl löst sich nicht. Bei Wasser und Holzkohle sieht es genauso aus, während sich Kaliumpermanganat sehr gut lösen kann.